Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mortal Shell. Müsste Part 19 oder 20 sein. Ja, wir haben in der letzten Folge hier entdeckt, dass es einen Aufzug gibt. Und haben dadurch jetzt nochmal hier gelevelt bei der Schwester. Die Stacks haben sich nicht zurückgesetzt, habe ich gerade gesehen. Wir können jetzt quasi wieder hochfahren und einfach weitergehen. Sehr angenehm. Sollen wir jetzt auch tun? Wir haben gerade nochmal die Fähigkeit gelevelt, dass wir eine zusätzliche letzte Chance bekommen, wenn wir genug Gegner töten. Was natürlich auch super angenehm ist. So, die Kiste hier haben wir gelootet, das heißt, ich kann die auch stehen lassen. Komm mal her, Kollege. Direkt einen Einblick gedroppt, super. Ist mir gefolgt? Nein. So. Jetzt gibt es eigentlich nur noch den Weg da geradeaus, den wir gehen können. Und da wird es ja auch weitergehen. Ups. Okay, falsch eingeschätzt. Den Ali hier. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Leben verloren, aber das ist gar nicht so schlimm, glaube ich, erstmal. So, jetzt müssen wir uns dieses Mal nochmal hier töten, die zwei, und dann geht es da gleich rechts lang. Hallo? Nicht die Drehattacke machen. Die kannst du machen. Schlitz. 10 Stacks schon. Der macht den Roller. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Beiden? Jawohl. Super. So. Und ab geht's da rein. Wow, wow, wow. Was ist da? Was ist das da, Alter? Was ist das für ein krankes Level, ey? Gar nicht euch einzeln triggern, Freunde. Die altbewährte Frage. Nein. Perfekt. Und die Dings kommt auch noch. Okay. Die eine müsste doch gleich umdrehen, ne? Die sind eine Sekunde mit Verzögerung jeweils gedingst worden, getriggert. Das heißt, eine müsste gleich eher zurückgehen. Okay, gehen beide zurück. Okay, das war richtig dumm. Was zum Fick habe ich da gemacht? Okay, wir haben noch unser Dings. Wir können jetzt auch wieder unsere Hülle zurückerlangen. Also die Fähigkeit dazu. Lässt sie uns eigentlich erstmal in Ruhe? Ha. Du weichst mir nicht aus. Der folgt mir jetzt hier hoch, ne? Ist das eigentlich eine gute Idee? Ja, okay, ist fein. Aber da möchte ich eigentlich nicht so gerne kämpfen mit dir.
Top. Was haben wir hier? Ach, guck mal, jetzt haben wir sogar so ein Ding. Können wir das instant machen? Können wir uns jetzt quasi einmal töten lassen, damit wir wieder full life sind. Ah, der Move ist gut. Ja, erstmal du. Erstmal du. Ich verstehe den Trick dahinter. Ich verstehe den Trick dahinter. Wie konnte ich denn das Zeichen nochmal wechseln eigentlich? So. Ah, ne, okay, der Trick ist doch nicht so gut. So, das müssen wir nämlich jetzt gar nicht machen, ohne Gegner zu töten. Ziehen wir uns das Ding nämlich so rein. Zack. So. Dann geht er doch schneller. Kann ich den haben? Naja, da riskiere ich mein Leben für. Ja, wie konnte man das Zeichen nochmal durchschalten? Das ist eine gute Frage. Da nicht. So auch nicht. Mit Y. Okay. Mit Y. Aber momentan kann ich ja eh anscheinend gar keinen parieren, oder ich bin einfach zu doof. Weil ich hier runter. Oh, das wäre gemein gewesen. Oh, hallo. Drei von euch ist nicht so geil. Sehr gut. Okay, da muss ich jetzt echt aufpassen. Nein, nicht darunter rollen. Jungs, beruhigt euch mal. Wow. Okay, was ist das hier? Ich muss erst die töten. Ah, ja. Boah, ja. Ist alles gut, ist alles gut. Kommt mir einer hinterher. Ja, die Schwert-Lady kommt. Sehr gut. Wenn die Amboss-Lady, die kommt auch, das ist nicht so geil. Ja, die dreht wieder um. Dreh nicht um. Doch, die dreht um. Hier ist ein Loch. Da will ich nicht reinfallen. Aua, lass mich auch gerne in Ruhe lassen. Die geht zurück. Das ist gut. Weil du kommst hier, ne? Das ist auch gut. Dann bist du jetzt weg vom Fenster. Den Dicken ja zu fighten, das wird auch lustig. Wie fight ich denn den Dicken hier, Junge? Top. So. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich oben lang? Muss ich unten rum? Erstmal unten hin, da ist noch was. Aber ich wette, das kriegen wir nicht for free. Bestimmt noch ein Gegner am Start. Oder kriegen wir das for free? Abschrecksäure, oh mein Gott. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Hoffentlich kommt er. Also ich habe natürlich so eine Maske, um so zu einer Schwester zurückzugehen. Na, aber Leute, ich bin euch ehrlich. Oh, fast runtergefallen. Da muss ich so weit zurück. Also da warte ich lieber.
ob es hier nicht irgendwo noch, ob nicht noch eine kommt. So, jetzt wird es hier ein bisschen dunkel. Ja, du hast doch bestimmt auch irgendwo eine Armbrustschützin da am Start, oder nicht? Nee, nicht? Okay. Ich muss dann nach dem ersten Hit verhärten. Muss ich machen. Sonst sieht es ja schlecht aus. Hallo? Boah, 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 boah. Okay. Hallo? Probier jetzt was. Ich würde springen. Ne, tut sie nicht. Superb. So, da ist noch so eine. Was ist das hier? Leute, ich sehe nichts, ne? Ich sehe da drin gar nichts. Ohne Scheiß. Ich sehe da drin gar nichts. Da werde ich auch nicht reingehen. Wenn ich da irgendwo runterfall, dann war es das gewesen. So, rechts rum oder geradeaus. Entscheide mich mal für rechts rum. Ja, wenn ich die Frage ist, ja, doch, okay. Boah, hat sich das gelohnt, hier hinzugehen? Ja, nee, nicht wirklich. Okay, das ist perfekt gelaufen. Warum ist da eine gelootete Truhe? Das macht mir ein bisschen Angst. Oh mein Gott. Nein, 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 nicht da runterfallen. Mein Gott. Das ist eine. Ach, da ist gar keine gelootete Truhe. Ja, das sah gerade voll so aus. Aber da bin ich richtig, Leute. Da bin ich auf jeden Fall richtig. Und wenn jetzt hier vorne noch keine Schwester mehr ist, ne, dann raste ich aus. Dann raste ich aus. Hier ist ja jetzt nicht mal mein Gegner. Doch, da ist. Oh nein, da ist nur ein Dicker. Okay. Aber du bist bestimmt nicht der Einzige, der da ist, wa? Oh, wenigstens so ein bisschen von diesem Runterfallviech weg. Ohne dich, dass ich da verhärte. Ah, jetzt haben wir Seiten getauscht. Damn. Damn, ich wollte da eigentlich noch. Bitte lass mich da rein. Bitte lass mich da rein. Ja. Ich wollte eigentlich noch einen Kick machen. Das hat aber nicht mehr gepasst. Okay, der hat jetzt nochmal richtig wehgetan, der Typ. Wandelnde Archive. Untersuchende Inschrift. Mit dem Sakrament vertiefen wir unsere Zweifel. Verweigert euch dem Trost der Überzeugung, Bruder. Verschließt eure Augen vor der Verleitung der Vernunft. Wir können unsere unergründlichen Götter nicht verstehen. Wir kennen uns ja selbst kaum. Sagt mir, welcher Narr würde glauben, könne die Ehrwürdigung verstehen. Keine Ahnung. Wie vielleicht? Ich würde gerne erstmal einen Checkpoint haben. Da bin ich ehrlich. Komme ich hier durch? Ich hätte gerne erstmal einen Checkpoint. Ich bin jetzt schon weit gekommen, meiner Meinung nach. Okay, da hinten ist ein Kopf. Ach du Scheiße. Geil. Sind hier denn Gegner? Jetzt bin ich da, wo ich wohl bin, ne? Okay. Ich wette, der da hinten ist irgendwie nett. Der ist irgendwie nett. Der ist vielleicht wie so wie der Wurm aus Dark Souls. Vielleicht hilft er uns. Vielleicht beschwört er einfach einen riesen Gegner, der uns gleich umbringen will. Quaddelkäppchen, dass das hier liegt, ist nicht so gut. Das heißt nämlich, wahrscheinlich kommt hier gleich noch irgendwas.
War keine Schwester vorher, ne? Also das ist ja wirklich... ich nehme alles zurück. Geil. Die ist ja wirklich wieder Wurm aus Dark Souls. Eine Riesenschwester. Geil. I like. So, wird bestimmt von Dark Souls inspiriert. Ja gut. Können wir denn mal skillen überhaupt? Naja, scheint nicht so, ne? Da haben wir weder genug Tarn noch genug Einblick hier. Aber das ist jetzt trotzdem ein Checkpoint. Und das ist super. Hier ein Checkpoint zu haben, finde ich sehr angenehm. Question is, was für ein Ding erwartet uns jetzt hier? Okay, wir müssen da was aktivieren. Das heißt Bossfight, ne? Bringt ja nichts, Freunde. Dann gib ihm. Hätte ich mich versteinern sollen? Wäre vielleicht schlau gewesen, ne? Jetzt haben wir natürlich schön Leben, viel Leben verloren. Jop, da kommt ein Boss. Okay, der hat einige Waffen. Krugzix, der zweimal geborene. Okay. Der schießt gleich bestimmt. Wann schießt der? Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, mach. Schieß weiter. Ich hab Zeit. Macht er das jetzt unendlich? Nee. Oh nein, er schießt wieder. Oh mein Gott, was hat er denn mit mir gemacht gerade? Okay, da muss ich einfach verraten, da kann ich es blocken. Oh oh. Ich muss nur das Ding aufbewahren. Oh, damn. Oh, war das knapp. Na, wir haben ihn fast.
Komm, ein Hit noch. Mit Stil! Wuhu! Oder ist jetzt nur einer tot? Okay. Es ist nur einer tot. Okay. Okay, alles klar. Jetzt ist er also sauer. Nimmt ihr aber jetzt die Fernkampffähigkeit? Ist natürlich super angenehm. Was ist da nicht da? Check ich mal kurz. Achso, das ist unser Kelch. Okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Der ist nämlich jetzt sauer. Oh, Exploit genutzt. Ja moin, rauf, rauf. Wir kriegen da trotzdem immer Damage noch, auch wenn wir uns werden. Das war los. Gut, dass ich da verhärtet habe. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Also der kassiert jetzt auch weniger Schaden. In seinem Rage-Modus. Aber noch ändert er seinen Pattern nicht. Also er macht immer denselben. Aber gut, fine by me. Gleich wird er noch irgendwas anderes machen, glaube ich. Bleibt ja wohl nicht so, oder? Aha. Jetzt macht er schon was anderes. Ja, wir können ganz gut dodgen immer und dann mit dem Dings hier ran. Das soll ich jetzt noch zweimal machen. Und da haben wir ihn, oder? Jawohl! Wir haben unseren zweiten Boss, Freunde. Nicht zu fassen. Oh no. Okay, jetzt passiert was. Ich kann noch nicht ins Menü. Question ist, was passiert? Was ist das? Okay, das ist ekelhaft. Ich würde trotzdem mal eben gerne den Einblick mir hier einverleiben. 15 Einblick, let's go. So, was bist du hier? Das ist eine Zunge, ne? Mit Armen.
Ach nee, da ist auch eine Glandula drin. Nice. Nice. Oh, die O, die braucht unser Headquarter-Dude, braucht die. Tja, jetzt fragt mich nur mal, wie wir hier von hier wieder in das Headquarter zurückkommen. Bei dir vielleicht? Können wir jetzt reisen? Vielleicht. Okay, die bringt uns auf jeden Fall nicht zurück. Aber wir können noch was skillen, ja? Oder das. Naja, wir nehmen das mal. Okay. Jetzt würde ich nur gerne wissen. Da ist ein Portal. War das schon immer da? Ja, ne? Da ist ein Geist geflogen. Sind überall Geister. Ich sehe euch. Auch wenn es dunkel ist, ich sehe euch. Oh, da ist nämlich noch einer. Nehmen wir das mal. Gucken, wo wir rauskommen. Wir müssen in unser Headquarter zurück. Leute, wir müssen diese Glandula... Okay. Wir müssen die Glandula jetzt diesem riesen Viech da geben. Tschüss. Jetzt hier nach Möglichkeit nicht verrecken. Wo ist denn der Typ hin? Ist der runtergefallen? Keine Ahnung, wo der Typ hin ist. Na gut. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir aber woanders als gerade, oder? Oder doch nicht? Aua. Aua. Oh, ein Geist, ein Geist. Ich sehe gar nichts, ne? Ich sag euch, wie es ist. Ich sehe null. Es ist so verdammt dunkel. Ist mir doch noch einer hinterhergekommen, ne? Na, bleibt ihr mal ruhig da. Ich gehe weiter. Lass mich gar nicht beirren. Ich will einfach nur nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause. Hallo, die Dame. Die tun mir alle ganz schön weh jetzt hier. Ich habe außerdem Parieren aktiviert. Oh, hallo.
Ja, wir verlieren Leben. Aber wir haben ja noch unsere Dings. Holy Jesus. Das sind einige. Komm, das reicht nicht hier hin, ne? Na komm doch erstmal du. Ja, okay. Bitte lass mich meine Hülle, bitte lass mich nicht sterben. Gut. Okay, all good. Okay, das hat nicht funktioniert. Durch wie viele müssen wir uns denn hier noch durchschnetzeln, bis wir nach Hause können, Mama? Hilfe! Oh, das Ding ist gut. Sofort wieder, sofort nehmen. Das Ding ist richtig gut. Oh Gott. Seht ihr das, wie viele da hinten stehen? Oh Gott, oh Gott. Als ob ich die alle fighten muss. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das sind Bogenschützen, alle. Aua. Gut ist, die können sich auch selber abschießen, ne? Na, fein bei mir. Fein bei mir. Wehe, trefft mich jetzt. Mach's dich aus! Oh, war das knapp. Okay, wir sind wieder hier. Da war der Fahrstuhl, ne? Nach unten. Der war doch auf der rechten Seite. Ja, deswegen sind da auch noch Gegner wahrscheinlich. Aber von da sind wir ja immer noch nicht wieder zu Hause, da in unserem Headquarter. Meint ihr, das ist der richtige Weg, Leute? Ich prüfe das mal. Hier können wir nicht runter. Hier ist jetzt zu. Wahrscheinlich wird hier rechts auch nichts mehr sein, ne? Der ist noch da. Können wir nochmal mit dem reden? Okay. Okay, da passiert nichts. Oder war hier der Aufzug? Na, ja, hier ist auch dicht. Okay.
linksrum. Heute wird es ein bisschen längere Folge, Leute. Könnt ihr euch darüber freuen, falls euch das freut. Denn, ja, ein Bosskampf ist ja immer ganz unterhaltsam, denke ich. Aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Wir können dann unser Siegel wahrscheinlich, wenn wir diese Glandula jetzt nach Hause bringen, nochmal upgraden. Aber dafür müssen wir erstmal hier hinkommen. So, da bist du. Ich würde dich gerne zuerst nehmen. Mach deine Rolle. Das hat noch gehittet. Okay. War ich ein bisschen daneben. Hallo? Jawohl, ich hab's mir gedacht, wo ich ihn anspringen wollte. War noch mal ein bisschen Schaden gefressen. Wir können nicht in unsere Hülle zurück. Ach du Kacke. Das ist natürlich irgendwie cool gemacht, ne? Haben sie die Level zweimal geused sozusagen? Einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg. Aber ich will auch nicht wissen, was ich alles übersehen habe. Also das war ja wirklich ein Level... Holy shit. So, hier ist jetzt der Fahrstuhl. Sollte ich den nehmen? Wo hat mich das Portal nochmal hingebracht? Ich würde es gerne nochmal eben gucken, wo wir da hinkommen. Okay, also nichts mehr, was ich noch nutzen kann. Das finde ich jetzt immerhin gut, dass einem gesagt wird, hey, zurück gibt es aber nur einen Weg, den du jetzt nehmen solltest. Dann nehmen wir den doch auch. Ab nach unten. Okay, Geister. Aber hinten war eine Schwester. Und wir haben eine Abschrecksäure gekriegt, aber die können wir hier noch nicht einsetzen. So muss das laufen mit denen. Die sind auch ein bisschen lost, ne, die Geister. Manchmal. Trotzdem asoziale Gegner. So. Die Schwester ist hier. Super. Können wir zwar nichts mitmachen, aber so. Wir haben wieder unser Leben. So, wir kamen von links. Ja, seht ihr, hier rechts können wir auch nicht mehr hin. Da liegt ein Quaddelkäppchen. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Super. So, jetzt haben wir da zwei von euch. Nehmen wir erstmal Nummer 1. Das ist ein langer Rückweg nach Hause. Kann ich den eigentlich hier runtertreten? Könnte ich theoretisch, ne? Yep. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Wenn wir selber jetzt aufpassen, nicht hier runterzufallen. Aber gut, ich war ja gerade bei der Schwester da. Das passt schon. Wären wir nicht so weit weg. So, nur Mitte lässt er durch. Und rechts rum. Ich sehe 4, ne? Und ihr seid, hier sind 2 Schwertdamen.
Trotzdem erstmal die. War daneben getreten. Warum ist nur noch nicht tot, Alter? So, wir sind wieder am Anfang der Feste. Ich denke trotzdem, wir haben es immer noch nicht geschafft. Sind nix. Hallo, da ist noch einer, da sind zwei. Beide auf einmal getriggert. Nichts gut. Nicht mehr erstmal dich. Komm mal her. So. Also wir teilen jetzt mit 21,6 auch langsam ein bisschen Schaden aus, ne? Muss man einfach mal sagen. So, jetzt waren ja auch zwei Portale. Ich denke, wir können wieder nur in eine Richtung. Ja. Hier lang. Oh, imagine. Wir haben gleich noch diese Abschrecksäure da drauf, ne? Komm mal her, Gegner hier. Machen wir ja so viel Schaden. So, der Geist macht jetzt seine Fähigkeit. Okay. Du hast safe hier noch eine Schwertlady mit dabei. Jetzt habe ich hier noch einen dicken. Okay. Oh mein Gott, der Tritt war gut. Der war richtig gut. Der war well timed. Ich kann die dann also in der Animation noch abbrechen. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Hab ich mich jetzt? Wo bist du denn? Da bist du. Noch ein großer. Oh, noch ein Geist. Jetzt schützen wir uns hier gerade euch durch, ne? Ist ja wie ein GTA hier, Junge. Krass, ey. Den Tritt muss ich mehr nutzen. Ey! Den muss ich echt mehr nutzen. So, hier ist das Portal. Haben wir es geschafft. Ne, haben wir nicht. Wo kommen wir raus? Komm, sag's mir, wo kommen wir raus? Oh, ich habe eine Vermutung, wo wir sind. Ja. Jetzt haben wir zwei von euch hier, das ist ja nicht so geil. Aua. Okay, scheiß auf euch. Nein, hier geht's nicht rein. Da ist noch ein dritter. Na gut, wenn die hier reinkommen. Wenn die reinkommen, habe ich wenigstens ein bisschen mehr Spielraum. Na komm mal her. Komm, dich nehme ich auch noch mit. Wo bist du hin? Okay, der ist einfach tot. Na gut, Bruder. Dann nur noch wir beide, ha? Huh? Ganz wie am Anfang immer in dieser Festung.
Job nochmal einen Einblick, sehr nice. So, und hier war so ein Schmiededing, ne? Give it to me, I'm worth it. Gib mir das. Die Waffe wird voll, Bruder. Noch mehr Waffenschaden. Ach, den haben wir da keine behalten, Alter. Kann ich noch was skillen jetzt? Ne, okay. Okay, very nice. So, aber wo ging es hier raus? Hier, ne? Okay, haben wir es geschafft? Keine Ahnung, ich hoffe, wir kommen irgendwie wieder im Umland von Fallgrim raus, dass wir in unser Headquarter können. Zum 800. Mal habe ich, glaube ich, in dieser Folge Headquarter gesagt. Leute, ich habe Angst. Also jetzt habe ich Angst. Was ist jetzt hier los? Ich höre aber Raben. Ich will doch einfach nur aus diesem Areal raus. Da ist eine Kiste. Ja, wie kommen wir aus diesem Areal da wieder raus, ne? Okay, das ist der Rückweg. Hier ist jetzt eine Kiste. Was haben wir da drin? Bindung der Schwester. Was bringt die? Benutze den Gegenstand noch einmal. Dieser knuddelige Wand taucht wie aus dem Nichts und verschwindet dann wieder. Okay, probiere ich jetzt hier lieber nicht. Nochmal an anderer Stelle. Ach, wir haben wieder Erde unter den Füßen. Dass ich mich mal über sowas so freue, diese Steinscheiße. Ah ja, euch erinnere ich mich dran. Ihr kleinen... Mal gucken, die Frage ist 35 Stacks. Wie viel überlebt ihr von mir eigentlich noch? Okay, so einen überleben die noch. Ach, ach, Grasland. Herrlich, herrlich. Ja, 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 bitte. Ja, bitte. Lass uns zurück. Ich will diesen Viech jetzt der Gwendola gehen. Ja, da sind wir wieder. Super. Ey, drei von denen ist ein bisschen viel. Wieso sind die eigentlich bei 39 Stacks? Nicht mal langsam instant tot. Aber ihr lasst mich jetzt nicht nach Hause, ne? Jetzt ist das Umland voll von euch. Ja, wo ist der zweite? Komm. Der kommt da wieder von oben. Ja, da erinnere ich mich sogar noch dran. Nicht springen. Doch, er springt. Aha. Okay. Wo ist hier der zweite am Start? Weil du bist auch safe nicht alleine. Okay, du bist doch alleine. Tarspore, gut. So, drei von vier von euch. Geht's auch einzeln? Ja. Springst? Nee. 44 Stacks, Digga. Ist lange her, dass ich gegen euch gekämpft habe, Jungs. Ich freue mich auch nicht, euch wiederzusehen, ehrlich gesagt. Aber jetzt sind die natürlich bei so viel Waffenschaden deutlich angenehmer, ne? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Wie weit ist das jetzt noch von unserem Headquarter weg? Ich weiß nicht mehr genau, wo wir sind. Beziehungsweise wie lange wir von da noch zu unserer Hütte gebraucht haben. Ah, doch, ich weiß, wo wir sind. Ja, 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 alles klar. Jetzt seid ihr wieder alle hier.
Erstmal nur du vielleicht. So, jetzt sind die ganzen Bären fallen. Und da müssen wir hin. So, Freunde, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich sehe gleich mal wieder Licht, Alter. Hallo, Svessa. Dich einmal aktivieren. Können wir immer noch nichts machen. Gut, da läutet schon die Glocke. Dann geben wir unserem Kollegen doch mal, was er haben will. Was könnte ich denn mit dir nochmal machen? Das finden wir gleich nochmal raus. Der Kollege kriegt jetzt erstmal seine letzte Glandula. Ja, sie ist da. Ja. Siegelinfusion verknotet. Der alte Gefangene hat ein Siegel. Wenn er durch Entschlossenheit verstärken kann, ein Konter die Zeit nach deinem Willen beugen. Ah, okay. Krass. Ja, es bleibt noch ein letzter Tempel und ich weiß auch schon, glaube ich, wo das ist. Jetzt kann ich mal kurz gucken, ob wir hier was machen können. Ne. Okay. Hm. Sprech noch einmal mit dem hier. Gucken, was das war. Macht das Sinn? Achso, jetzt habe ich nur diese Viecher, ne? Oder wie war das? Na gut, lassen wir erstmal so. Ich würde nochmal gerne einmal hochgehen zum Händler. Wie auch immer ich da hinkam. Der hat nämlich bestimmt noch irgendwas Schönes für mich. Ey, wie kam ich denn zu einem Händler, Jung? Zu dieser Glocke, ne? Ja, hilf mir doch mal einer hier. Doch, hier war ich richtig, ne? Ja, hier war ich richtig. Na gut, na gut. Herr Händler? Händler, was haben Sie da? So, das Ding, das kostet 8.000. Lass mich raten, danach können wir aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Da können wir schießen, Bolzen schießen oder so. Würde ich sagen, sparen wir unsere Tar mal. Wir sparen das und machen an der Stelle hier einen Cut. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich glaube, wir gehen langsam in die Endphase des Spiels. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein, Leute. Ciao, ciao.